Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Biggie Farm. Heute dabei haben wir den Leo, den Boxer, den Richie, den Simon und den Dominik. Einer. Ich finde es irgendwie verwirrend, dass der Dominik über mir steht. Einer. Ja, mach es weg, mach es alles. Ja, ich mache es schon. Mach es weg. Ja, der Leo hat hier ein paar Ballen gestapelt, hat er gesagt. Das hast du gut gemacht, Leo. Dankeschön. Warum fehlen denn welche? Weil Richie dagegen gefallen ist und der Ball umgekippt ist. Guck, wunderbar, 90 Grad Kurven, Richie. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich glaube, vorher war nur das Problem, dass irgendjemand dagegen gefahren ist mit einem JCB. Alter, leckt das gerade hier. Fahr weiter, Mann. Richie? Ja? Hast du schon wieder einen Keks in der Backe? Nein. Sondern? Haribo, Colorado. Boah. Ja, war ein Fehler, glaube ich, war ein Fehler. Vielleicht nicht, ja, egal. Leo, die Stauze voll. Das war außenrum. Nein. Ich fahr da schon in die Halle rein. Boxe! Mach dich, bist du von der Leitplanke wieder runtergekommen. Wollte mal Simon. Ja, wir müssen die coolen Sachen verkaufen tatsächlich. Aber ich verstehe nicht, wie können das denn wieder schmeißen? Also diese Standardgeräte. Ja. Nee, ist DLC. Ja. Du weißt, von wem die Geräte kommen. Vom Entwickler persönlich. Ja. Du weißt, wer der Entwickler ist. Sehr gut, jetzt weißt du, warum du Fehler schmeißt. Wo wollen die Schwader eigentlich fahren? Oh, wackel. Alter Schwede, genau. Ja, was machen wir? Ich hol den Mutterfischwagen. Ich nehme den alten mit. Wir haben nämlich einen größeren reinbekommen. Irgendwie ist da gerade Geld reingekommen. Warum? Die Silage fließt wieder wahrscheinlich. Ah ja. Da passt der Fördermann nicht gerade. Übrigens, es gibt eine interessante Theorie. Ja, bitte. Der Preis von den Sachen beim Verkaufen ändert sich so lange nicht, wie du abgibst. Wenn du permanent Silage abkippst, sinkt nie der Preis. Gibt es eine Studie von Mod-Server zu? Alter, wir müssen unbedingt die Kuhn-Sachen verkaufen, das leckt hier wie Teufel. Hört? Bei mir leckt gar nichts. Doch. Das ist extrem. Bei mir auch nicht. Gar nichts leckt hier. Wenn kann das sein, dass es an deinem Spiel liegt. Warum? Weil bei anderen Projekten leckt es ja auch bei dir. Ja, da war es aber das Kuhn-DLC, das wissen wir mittlerweile. Aber das leckt gar nichts hier. Luckelt gar nichts. Ja? Luckelt? Ja. Luckelt. Er wollte Nuckelt sagen. Nuckelt? Alter, das geht nicht. Das kannst du komplett vergessen. Guck, die Kuh guckt aus dem Stall raus. Das kann auch nicht normal sein. Nein. Können wir die Gabel hier wieder aus? Gab's da nicht diesen einen komischen Trick mit Dingsbums resetten und so weiter? Shader resetten? Ja. Aber dann geht das bei dir. Nein, das geht gegen Mikrolex, ja. Aber das sind ja keine Mikrolex, was ich hier habe. Leo, mach du mal die Gabel hier. Sonst hätte ich es ja im Multiplayer, im Singleplayer auch, oder? Was gefällt dir an dieser Gabel nicht, Dominik? Dass man das zwei Ballen laden kann. Du kannst mehr laden, du musst den Mast ausfahren. Du musst aber aussteigen und zur Gabel hingehen und das per Hand machen. Alles Anfänger hier. Ja, das ist halt die Mod-Server-Spieler, ne? Das siehst du halt. Leo, hier liegt noch ein Ballen. Wer hat gerade den Ballenwagen umgekippt? Der Wind. Achso, ja. Keine Fragen. Boxe. Wo warst du denn das letzte Mal eigentlich? Letztes Mal, da war ich unterwegs. Ach so, ja gut. Wir sollten nie Quatsch glauben. Hat hier auch gehört. Boxe hat Real Life? Bin ich lächerlich. So. Soll ich die coolen Sachen übers Menü verkaufen oder holen wir die ran hier? War als Geist. Holen wir ran. Auf den Server. Warte, ich bring den Schwader mit. Ich habe eine Fliege im Zimmer, wo kommt die denn her? Er überwintert. Ohne Witz, scheiß Dinger, ich hasse Fliegen. Eigentlich kannst du die Dinger dran lassen, ne? Was denn? Die Spanngurte. Ja. Du kannst die aus den Spanngurten raussaugen, die Ballen. Glaubst du jetzt, dass das so gut fürs Game?
Nobody cares, ne? Sowieso. Okay. Wow! Sagt der, der bei Babys nicht ruckelt. Leckt es bei euch? Ja. Oh, jetzt gerade. Jetzt, jetzt gerade leckt richtig. 20 FPS. Was macht ihr gerade? Gar nichts. Ich hab grad den Futtermischwagen verkauft. Jetzt leckt es gerade richtig. 19 FPS. Ja. Jetzt ist es so, als wenn du früher in der BGA abgekippt hast. Nee. Ich hab nur... Mach mal die Ballen ab und die Ballen Gurte da, Spanngurte ab, Dominik. Ach, guck mal. Vielleicht wegen Ballen leckt es einfach mal. Ich habe auch keine Geräteauswahl jetzt mehr am Fahrzeug. Ich kann ja. Ihr habt's kaputt gemacht mal wieder. Den Schwader nicht mehr auswählen. Das stimmt wirklich. Geräteauswahl ist weg. Leo, mach mal, F1 an. Lua, Running Error, Draw, Mixer. Ja, das ist tot. Voll. Komplett Lua, Callstack, alles voll. Ja, weil du hast den Dingsmus verkauft. Den Futtermischwagen und jetzt kommt der Mod nicht mehr klar damit. Soll ich neu kaufen? Ich glaube nicht, dass das Problem lösen wird, aber kannst du es ja versuchen. Ich versuche mal. Ich habe gerade gespeichert vorher. Wo waren da hier? Die Frage ist nur, ob du das überhaupt kaufen kannst. Ja, Siggi! Boah. Ja, ist nicht so hilfreich gewesen. Alter, ist aber der groß. Auch? Ja. Da muss der Server neu gestartet werden. Ja, dann jetzt? Ja, du kannst ja nichts machen mehr. Wenn ich das Händlermenü öffne, ne, und den Fahrer zurückkaufe, dann haben wir 60 FPS. Ja, ich habe ja auch 60 FPS, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Was? Ne, ansonsten habe ich 20 und leckt alles übelst und voller Lua. Ja, dann können wir noch die anderen Kuhn-Sachen verkaufen, dann können wir den Server dann frisch neu starten ohne Kuhn-Sachen. Können wir das Kuhn-DLC direkt deaktivieren. Ja, ich hol den. Wenn ich bei mir die Hilfe anhab, dann steht da ungefähr 10-mal Abkoppeln. Ja, ich habe sie auch ausgemacht. Genau, Karte vergrößern, verkleinern, hier beim 8-mal untereinander. Aber kann das sein? Achso, ja. This is great. This is great. I hope you have fun. Ja, total. Absolut. Habt ihr das Kuhn-DLC bei euch im Livestream auch? Nee. Nee. Das ist ja aus dem gleichen Gründen, wieso wir das eigentlich auch auf den anderen Servers niemals drauf gemacht haben. Ah, okay. Kannst ja nicht voraussetzen, dass die Leute das haben. Oh! Richie, was ist los? Hast du einen Hasen überfahren? Ich hab einen ewigen Stunt gemacht, genau neulich. Nee, aber der war schon legendär. Ja, ich hab den Hügel wieder gefunden. Ja, was haben wir hier noch am Hof von Kuhn? Oh, wir hatten eine Moment, wo ist denn die Ballenpresse? Ist die noch hier auf dem Feld? Die sind noch unterwegs, genau. Nein, ich hab's doch mitgenommen. Oh. Ist auch beim Hof schon. Leo, das fleißige Bienchen, ne? Hättest du mal stehen gelassen, wenn er wieder. Ja, hättest du mal stehen gelassen. Die Mähwerke sind die Kuhn? Ja. Das ein Mähwerk ist auch cool, ja. Das große seitliche, ne? Ja. Vorne ranhängen? Was? Ja, um zum Händler mitzunehmen. Ja, ist auch schon egal. Ich hab die Presse gefunden. Was jetzt schon wieder, Richie? Der Schwader oder Zetter, was ist das nicht, ne? Nee, der Schwader ist. Der Schwader habe ich, der ist schon weg, aber. Hier steht noch ein Wickler. Weißt du noch, wo du die Ballenpresse hingestellt hast, Leo? Ja, ich hab sie schon hier. In der Halle. In unserer Hundehütte. Steht in der Wickler? In der Hundehütte. Ja, es ist echt schade. Wer ist denn die Hundehütte? Da kann es auch mit der Karte zusammenhängen, dass manche Geräte nicht funktionieren. Das ist leider auf sehr vielen Maps das gleiche. Dominik! Was denn? Was gefunden? Weißt du nicht, wo die große Hundehütte ist? Ja, die Halle ist da, aber da steht nichts drin. Hey, da steht ein Wickler drin. Ja, es ging ja um die Ballenpresse. Die habe ich schon mit, habe ich doch gerade gesagt. Boah, Regina. Ach, ihr hört auch nicht zu, ne? Nee. Ich höre das, was ich hören will. Ja, das kenne ich irgendwo, ja. Ja. Jetzt habe ich eine andere Frage. Haben wir Teleskoplader oder sowas? Oh. Wow. Buchse, da waren ungefähr 10 Meter zwischen den. Ich hab woanders hingeguckt gerade. Mhm. Ja, wirklich jetzt. Da war ein Baum auch in meinem Gesicht. Boah. Alles klar, ich frag nochmal. Haben wir ein Teleskoplader? Nee. Alles Schwede, wenn ich F1 drück, Füllstand Hexe gut, 5 FPS. Ach du Gott. Du hörst aber auch nicht zu, ne? Nee, das macht er prinzipiell, glaube ich, nicht. Was denn? Ja, ich hätte das Mario mitgesagt, ich weiß. Oder was wolltest du wissen? Nee, also was willst du eigentlich von mir? Genau, was willst du eigentlich von mir? Ich frag mal, ich glaube, ich habe die Frage noch nicht gestellt. Haben wir einen Teleskoplader?
Nein. Aha. Au, Alter, Richie. Leider erst mit dem Mäh weggetötet, Werner. Ja, sowas von rasiert, ey. Wollen wir jetzt den komischen Weidemann kaufen? Es geht darum, dass wir mit den Frontadern nicht hoch genug kommen für den Mutterfischwagen. Der ist ein bisschen höher als wie der Alte. Der ist, komm, wir gucken, Alter, wieder, Junge. Ja, ja, deswegen. Ja, wir können uns gerne dann kaufen, Leo. Kann man den Klammer ausfahren? Was meinst du jetzt? Welchen möchtest du haben? Den bei Frontlader, den Kramer. Den kleinen. Den kannst du ein bisschen ausfahren, ja? Das sollte reichen, doch. Der wird auch nicht so häufig gezeigt, oder? Das ist der Standard Mischförderwagen. Oder Mischwagen? Klar! Dominik kommt absolut Standard. Ja? Geht sich das aus? Ja, gut, dann lassen wir es erstmal so sein. Aber meinetwegen können wir uns auch gerne einen kleinen Kramer kaufen. Der kostet nicht viel. So. Schaffen wir irgendwie noch 4 Minuten? Bisher nicht. Ja, prinzipiell schon. Wenn wir uns jetzt noch einen kleinen Kramer kaufen und alle zum Hof fahren. Ja. Tiefleiter. Nee. Hey, nicht nur mal umziehen jetzt hier. Hä? Boxi, was meinst du damit? Ist egal. Was sollen wir denn für Anbaugeräte kaufen? Oh, also ich hab's Anbaugeräte. Ja, es war gerade gekauft. Richie, da steht was. Alter Schwede, Junge. Oh, der ist süß, ne? Alter Schwede. Können wir den in den Hänger packen? Glaubst du, das geht nicht, ne? Nee. Yo. Leo, Werner, ich hätte jetzt, bist du eingestiegen? Du stammelst hier wie. Ah ja, gut. Alter. Was soll man denn dazu kaufen? Eine Schaufel oder eine Gabel? Am ehesten eine Schaufel, ne? Oder müssen wir generell was kaufen? Wir haben eigentlich sehr viele Frontlader-Anbauteile am Hof stehen, oder? Ja, ich glaube, das reicht. Wenn ich mit Spielzeug da gekauft habe. Warum steht da Kramer drauf, wenn ich sie komme, Junge? Weil es da ist. Bist du ein Spielzeug von Toys R Us, ne? Ohne Scheiße. Dominik? Ja. Lass mal gucken. Weißt du gerade auswendig, welche Taste war es zum Abkoppeln der Ballen? Y. Ich weiß, was ich mitnehme. Kommt der überhaupt so hoch, Werner? Simon, bist du schon fertig? Ich mache jetzt weiter. Oi. Was ist das denn? Würste. Komm mal ran, Richie. Guck mal, ob du hier. Komm mal ran, Richie. Schön hinstellen. Was machst du gerade? Was für eine Frucht? Immer noch Reste. Okay. Kannst du den Anhänger mitbringen? Ja. I'm on to. Na, wie fühlt sich's an? Ob du damit. Oh, geil. Ob du. Das Babykamera, was du da verwendest? Guck mal lieber, ob du damit reinkommst. Also. Achso, ja. Ja, okay, mach ich. Mal ganz hoch machen. Genau, so hoch wie der Frontlader. Ja gut, das passt ja, ne? Ja. So, wofür ist die Bürste? Zum Reinigen der Futtergedönse, oder? Keine Ahnung. Glaube schon. Gut, Richie, lass mal da stehen. Wir machen für heute Feierabend. Gut, heute ein bisschen kürzer in der Minute, aber egal. Wir müssen den Server noch starten. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, gerne. Feier dich. Ich bin schon